Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einem weiteren Modding-Workshop. Und zwar geht es weiter mit dem Bau der Textilfabrik mit dem Global Company Script. Und ja, ich würde sagen, nachdem wir jetzt ja mit dem Giants Editor genügend gearbeitet haben und dort auch, ja, ne, das, ja, sag ich mal, äußerliche, also die Gebäude, die Paletten und, das haben wir ja mittlerweile alles ja, fest. Gehen mal, ich mache mal hier die Startfolie weg. Dann gehen wir mal hier in den Ordner hinein. Jetzt müssen wir den gleich erstmal aufräumen. So, hier haben wir unsere Textilfactory. Ich öffne sie einmal, damit ihr schon mal seht, was wir dann haben. Macht ihr ja klar am anderen Fenster auf. Das hier wieder weg. So, hier haben wir unsere Textilfabrik ja schon gebaut. Hier haben wir die Wassertanks. Ja, da gibt es mit Sicherheit noch so ein paar Schönheiten, ne? Die Wassertanks gefallen mir die Farbe nicht. Das kann man aber noch ändern. Hier haben wir unsere Paletten, unser Lager. Die haben wir jetzt schon mal hier drüben. Wir haben hier unsere Anzeigen. Was uns jetzt hier noch fehlt, und zwar ist das eine Anzeigetafel, fällt mir gerade ein. Die fehlt noch. Die können wir dann jetzt auch mal importieren. So, File Import. Und jetzt gehe ich mal hin. Drum, 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 drum. Wo habe ich sie? Wo habe ich sie? Irgendwo habe ich sie hier. Warte mal hier schauen. Schildtafel 2. So, nehmen wir das mal. Da ist sie doch. Da ist sie doch. Da haben wir unser Display. Nennen wir das mal eben um. Display Factory. Dann schneiden wir sie wieder aus mit STRG und X, also mit der Control-Taste, gehen hier oben einmal in unseren Reiter und dann machen wir unter Buildings, da packen wir sie jetzt rein. Da ist sie wieder. Und dann gehen wir mal hier hin, drehen die mal. Was die? Komisch, aber. Und dann schieben wir mal ein Stück hier so rüber, ungefähr die Mitte von dem Abladetrigger. So sieht das aus. Ja, nicht gerade, hallo. So, 0,190. So, zack, jetzt steht sie doch gerade. Sehr schön. Können wir sie noch ein Stück nach hinten schieben. Ich würde sagen, jetzt steht sie hier schön mittig. Haben also schon mal unsere Anzeigetafel. Ja, und jetzt muss man da klar ein dementsprechendes Display dafür bauen. Na, im Moment sieht das ja, ne, ja erstmal schon falsch, was da drauf ist. Aber darum soll es heute nicht gehen. Darum geht es im weiteren Teil, wie ich jetzt hier so ein Display mit GIMP erstelle. Weil auch das gehört ja mit dazu. Also von daher, ja, wir wollen uns heute einen anderen Part angucken, aber wir speichern das jetzt mal hier. Aber bis jetzt haben wir ja nur hier unsere Anzeigen, die wir hier haben. Die würden schon ausreichen. Und hier haben wir ja unsere beiden Anzeigen. Da würden wir unsere Produkte ja sehen. Was wir jetzt noch platzieren müssen, das ist hier unser Player-Trigger, fällt mir jetzt gerade ein. Denn wir haben jetzt hier vorne diese Anzeigetafel. Jetzt müssen wir einmal gucken. Was ist denn jetzt hier der Player-Trigger? Hallo? Irgendwas stimmt aber jemand nicht. Warum sehe ich den jetzt nicht? Warum sehe ich den jetzt nicht? Ah, da ja, weil ich Selected aus hatte.
Das kann ich jetzt entweder so groß lassen und ich lasse es auch jetzt mal so groß. Zeige ich euch gleich, woher ich das habe. Diesen Player-Trigger und diese In- und Outs. So, müssen wir einmal wieder speichern. Dazu drücken wir einmal hier auf Speichern. Braucht jetzt einen kleinen Augenblick. Ihr seht mich heute wieder mehr von der Seite, weil ja ich auf den rechten Bildschirm schaue. Wenn ich den linken nehmen würde, dann würdet ihr wieder nicht das ganze Bild sehen. Dann wäre wieder unten so ein Stück abgeschnitten. Gehen wir also jetzt hier raus. Dann fangen wir jetzt erstmal an, hier aufzuräumen. Denn das brauchen wir alles nicht mehr. Das haben wir schon alles importiert. Also gehen wir oben hin. Linke Maustaste markieren das erste. So, und dann halten wir die Shift-Taste gedrückt. Drücken die linke Maustaste bis hier oben hin. So, dann entfernen wir das mal. Die Warning Stripes, die Water Trigger, all das brauchen wir nicht mehr. Dann machen wir das gleiche noch einmal. Also hier oben erste mit der linken Maustaste drauf, Shift-Taste, unten aufs letzte drauf, entfernen und tschüss. Jetzt sieht das Ganze doch schon ein wenig aufgeräumter hier aus. Hier oben haben wir jetzt Texturen drinne. Jetzt hat sich gerade der Explorer verabschiedet. Na, auch schön. Gut, gehen wir nochmal hier auf Modding Workshop. Ach, ich sehe, ich habe das Hintergrundbild hier noch gar nicht geändert. Oh, das ist ja schlecht. Egal. So, dann gehen wir hier auf Textilfabrik, Texturen. So, und hier haben wir unsere Textil, also unsere Palettentexturen drin. Das sieht doch schon mal sauber aus. Ja, jetzt brauchen wir aber die Skripte, nämlich um das Ganze auch mit Leben zu füllen, damit da auch was passiert. Und dazu gehe ich jetzt einmal hier raus. Und hier habe ich einen Global Company Ordner. Und das, was ich immer gerne dafür nehme als Grundlage, das ist hier der Fermenter. Dort haben wir alles, was wir brauchen. Hier oben haben wir unsere Language Files. Hier haben wir unseren Global Company Script, eine Mod Desk. Und die werden wir jetzt mal hier kopieren. Also erstmal hier oben mit der linken Maustaste hier drauf. Übrigens, der Mod, ich versuche dann zu denken, könnt ihr euch runterladen. Zeige ich euch mal eben kurz. Zack. Fermenter. Ah, Gott. Heute ist nicht mein Tag. Fermenter Silo LS19. Global Company. Stört euch nicht an dem Piepe. Ich habe im Moment ein Langzeit-EKG um den Hals. Und ne, wenn er misst, dann ist das halt so. So, mal gucken. Irgendwie finde ich ihn jetzt gerade hier nicht. Was ist das denn? Global Company von King Mods. Dann gehen wir nachher gerade auf die Seite von Alice Mod Company. Dann gehen wir hier mal auf Suchen. Fermenter Silo. Da haben wir doch schon. Was? Irgendwelche bitte überprüfen Sie markieren Eingabefelder. Aha, ich bin kein Roboter. Ja. So, absenden. Das ist jetzt ja mal lustig. So, Fermenter. Ah, mal gucken. Aber nur nach. Ja, das ist jetzt wieder sehr witzig. Gehen wir eben hier auf Downloads. Dann gehen wir mal hier auf Mod-Skripte. Scheibenwischer Automatik ausschalten. Hier gibt es ein Update. Ah, sehr interessant. So, mal hier runtergehen.
Da ist schon mal unser Global Company Script. Da sind die Add-ons. Gehen wir mal hier weiter. Der scheint gar nicht mehr hier drauf zu sein. Was ist das denn? Ich werde euch auf jeden Fall, wenn ich ihn finde, verlinken in der Videobeschreibung. Ich bin jetzt ganz erstaunt, dass er hier nicht mehr drauf ist. Auf der Seite von denen. Weil alles andere ist ja hier drauf. Nur das nicht. Ein Downloads LS19. Was haben wir ja sonst noch? Platzierbare Objekte. Gucken wir mal hier. Stationäre Ah, Moment. Es könnte sein, dass es hier bei ist. Ich finde das heute noch. Da haben wir den. Da haben wir es doch. Fermentersilo, wollte ich gerade sagen. Hallo, hier ist es doch. Da ist dieses Silo. Direkt mal kopieren und dann gehen wir hier drauf. Yep. Schau mal gerade hier, das ist Season, so habe ich den Modding Workshop. Habe ich es hier, da ist der Modding Workshop. Setze ich das mal hier hin. Dann weiß ich schon mal Bescheid. Gut, so, haben wir, ach, ihr habt das jetzt gar nicht gesehen, sehe ich. Ah, was ist das denn schon wieder? Warum das denn nicht? Ah doch, müsst ihr eigentlich gesehen haben. Weil, ich war ja hier. Ja, genau, habt ihr gesehen, gut. Einfach runterladen. Mach jetzt mal hier die Webseite hier wieder zu. Ihr seht, ich habe den auch hier drinnen. Na, da. Wollte es eigentlich ein bisschen breiter machen. So, Fermentersilo. Dann einfach hier Rechtsklick, entpacken nach. Und dann habt ihr hier schon ausgepackt. Diese Dateien markiert oben Languages, dann die XML-Datei, den GE-Checker und die Moddesk. Das ist alles, was wir brauchen. Rechtsklick, kopieren. Dann gehen wir wieder hier zurück auf unseren Modding Workshop, Textil Factory. Und dann fügen wir das hier ein. So, dann haben wir hier oben unsere Languages. Da kümmern wir uns später drum. Heute geht es erstmal hier drum. Diese Datei wollen wir nachher jetzt erstmal umbenennen. Das ist mal ganz wichtig. So, ich gehe jetzt hier unten auf Umbenennen. Sage hier C, ja, um diesen Namen zu kopieren, gehe dann hier hin, klicke das mit der linken Maustaste an, Rechtsklick, umbenennen, STRG und V und dann habe ich diese umbenannt und jetzt haben wir schon mal unsere XML-Datei. Und diese öffnen wir jetzt und da müssen wir dann das ein oder andere jetzt ändern. Ich nehme jetzt mal einen Schluck Kaffee gerade nochmal zu mir. So, das erste, was wir ändern müssen, ist hier Global Company Placeable Fermenter Silo, weil ne, dieser Bereich hier, das haben wir nicht, diesen Namen, sondern das ist der Name, nämlich wie der Mod im Ordner heißt. Und unser heißt ja hier FS19 Textilfabrik. So. Gibt es einen ganz einfachen Trick, man geht hier hinten hin, er sagt hier Adresse bearbeiten und dann kann man hier das letzte Stück hier nämlich kopieren, STRG und C und dann gehen wir jetzt hier hin, markiert haben wir es ja schon, drücken hier im Notepad++ STRG und H, dann geht ein neues Fenster auf, ich bring das mal hier rein,
So, hier steht jetzt Suchen nach. Das ist also das, was wir markiert haben. Und dieses wollen wir jetzt ersetzen durch das, was wir eben aus der Adresszeile kopiert haben. Nämlich ersetzen durch das. So, dann gehen wir jetzt hier hin, sagen hier ersetzen, ersetzen und ersetzen das überall hier. Das haben wir schon gemacht. Dann gehen wir hier auf Speichern. Wie gesagt, also hier der Anfang muss genauso lauten, wie auch der Mod heißt. Ja, ich sage jetzt mal, wenn ihr hier FS19 Müller-Meyer-Schulz der Ordner heißen würde, dann müsstet ihr FS19-Müller-Meyer-Schulz dahin schreiben. Aber genauso, wie auch die Schreibweise ist. Also wenn ihr Müller groß schreibt, und denkt daran, ne, Ü gibt es nicht, UE, dann muss das auch genau so heißen. So, das gleiche müssen wir jetzt noch einmal in den Language-Dateien machen, also zweimal. Dazu gehen wir jetzt einmal hier oben hin, Languages. Ach, hier sind sogar schon drei drin, sehe ich. Deutsch, Französisch und Englisch. Dann machen wir wieder, klicken wir einmal hier unten aufs Ende, sagen STRG und H. Und haben wir hier genau das gleiche drinne, sagen hier alle ersetzen. Zack, dann ist das schon mal erledigt. Es gibt sogar einen noch feineren Trick. Ich mache mal gerade speichern. So, und jetzt gehe ich mal hin und markiere diese beiden und sage hier öffnen. Ihr seht, jetzt habe ich beide Dateien gleichzeitig geöffnet. So, wenn ich jetzt hier reingehe, ich ändere das jetzt nochmal, mache hier STRG und Z. Dann steht wieder unser Global Company Placeable Fermenter Silo dort. Ich gehe jetzt mal hier oben hin, klicke mal dahin, sage jetzt STRG und H. Und sage jetzt alle Funde in allen offenen Dateien ersetzen. Und jetzt hat er überall, wo er das gefunden hat, nämlich hier hat das geändert und hier hat das auch gleichzeitig geändert. Das heißt, ich muss ja nicht jedes Mal einzeln, ne, da reingehen, zack, 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 sondern ich kann das auch mit Notepad++ relativ einfach ändern. Ich lasse die Language-Dateien jetzt mal auf, schließe das wieder und jetzt gehen wir erstmal hier oben rein. So, das erste, was wir oben mal ändern müssen, Shop-Item ist ja nicht Fermenter-Silo, sondern das ist hier die Textil-Factory. Textil-Factory. Hier ändern wir das auch in Textil. Factory. So, jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht, weil wir haben ja noch unsere Sprachdateien und da muss das nämlich auch geändert werden. Also mache ich das mal rückgängig. Markiere das hier wieder. Mache hier STRG und H. Und gehe jetzt hin und schreibe jetzt hier Textil. Factory und sage hier alle Funde in offenen Dateien ändern. Dann hat er das schon mal geändert. Gucken wir mal hier. Da hat das geändert, seht ihr. Da auch, da auch. Nicht vergessen, ne? Wenn die rot sind, sind die nicht gespeichert. Daher, ne, müsst ihr die Dateien dann nachher einzeln speichern. Jetzt machen wir hier schließen. So, jetzt haben wir hier Fermenting Silo. So, und da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das hier STRG und H und zwar Groß- und Kleinschreibung beachten, ist hier ganz wichtig. Also auch wirklich die richtigen ändert und nicht die falschen. Und hier machen wir jetzt das Textil nämlich groß. Weil da vorher noch GC steht hier.
und sagen jetzt hier wieder in offenen Dateien suchen und er hat 6 Vorkommnisse gefunden. Einmal hier, einmal hier, einmal hier und 3-mal, schätze ich mal, irgendwo hier im Spiel taucht das nämlich nochmal auf. Also hier ist einmal, das hat er geändert. Also ihr seht, das ist jetzt alles hier auf dem Stand, wo es sein sollte. Wo wir es jetzt gleich noch ändern müssen, ist hier. Ansonsten, und das müssen wir klar auch hier gleich ändern. Jetzt haben wir mal hier schließen. Da haben wir also das erste schon mal geschafft. So, jetzt haben wir hier als nächsten Punkt, den wir ändern müssen, ist die Kapazität Größe. Die entferne ich hier, weil wir haben unterschiedliche Lager und die sollen eine unterschiedliche Kapazität haben. Dann kommt jetzt hier oben rein, was wir hier an Produkten einlagern wollen, also welche Produkte wir hier anliefern für die Produktion. Die werden also hier unter Fill Types deklariert. So, das erste, was wir hier hinzufügen, ist Wolle. Und jetzt muss ich nochmal einen Link hier aufrufen. Ja, ihr seht das. Sehr schön. Und zwar habe ich dazu auch eine Webseite. Mal gerade gucken, wo sie noch jetzt ist. Das ist Vehicle Types. Wo haben wir? Gerade hier gucken. Ne, das ist es nicht. Oh, ich habe wieder schlecht vorbereitet, ich sehe es schon. Aber ich wollte dieses Tutorial hier. Wo habe ich es denn jetzt? Ach, hier ist es doch. Mein Gott. Da. Hier sind die Fill-Types, die wir so haben. Die standardmäßigen. Jetzt wollen wir gerade gucken, wo haben wir denn hier Wolle? Wie ist denn der offizielle Type für Wolle? So, wir haben hier einmal Cotton. Das ist schon mal gut. Das ist Baumwolle. Und wo haben wir die normalen Wolle? So, einmal Cotton. Einmal Doppelklick drauf, kopieren, dann gehen wir hier wieder in unsere Datei hier hinein. Markiert haben wir es hier schon, sagen hier STRG und V und Leerzeichen. Dann wollen wir die Wollpalette. Mal hier drauf gehen. Was nehme ich jetzt gerade nicht? Wie nehme ich da? Rundballen, Quaderballen. Guck mal, das sind die Kategories. Das ist jetzt einmal witzig. Ach, da ist es doch, Wolle. So, kopieren. Damit haben wir die zwei schon mal hier deklariert. So, dann ja, einen Blick mal, da muss man gerade eben meinen Blutdruck messen, das Gerät. Ist trotzdem fehlgeschlagen. So, dann haben wir Papier. Dann haben wir Karton. Und dann haben wir Empty Pellets. So, Empty Pellets. Den Namen werden wir ja auch ändern. Denn die Datei soll nachher anders heißen. Und zwar Textil Factory.
Das kann man dann hier mal eben kurz Doppelklick drauf, Rechtsklick kopieren, ist der gleiche File. Ändern wir einfach diesen hier unten ab. So, jetzt haben wir hier oben schon mal unsere Fill-Types, die also hier angenommen werden. Die haben wir jetzt schon mal festgelegt, strg und s. Speichern wir das Ganze schon mal und jetzt gehen wir mal eben kurz hier weiter durch. So, der Preis ist hier mit 110.000 angegeben. Also das finde ich für diese Produktion ein wenig zu preiswert. Da würde ich sagen, legen wir einen Preis von 4,9 Millionen mal fest. Ja, jetzt haben wir 4,9 Millionen. Lifetime, die steht grundsätzlich immer auf 1000. Daily Upkeep, das sind also die täglichen Kosten, die die Fabrik generiert. Ich würde mal sagen, 650 wäre dann ein angemessener Preis. Brand, ich lasse das jetzt mal auf Global Company. Im Normalfall mache ich das nämlich nicht. So, Spezies Placeable, das muss bleiben. Global Company Placeable, das auch. So, das können wir so lassen, wie es ist. Brauchen wir alles nichts zu ändern. Jetzt haben wir hier Placeable Type. Das muss bleiben, dass es hier auf Global Company steht. Und jetzt haben wir hier unseren ersten, nämlich den Fall, neben der I3D. Der heißt ja nicht Fermenting Silo, sondern wenn wir jetzt hier in unseren Ordner gehen, gehen wir hier wieder einen zurück. Das ist ja hier die I3D-File und da der heißt ja klar Textil Factory. Kann man ganz einfach machen, hier umbenennen. STRG und C. Und dann mache ich jetzt hier Rechtsklick und sage hier einfügen. Dann haben wir hier schon mal den richtigen Namen. Jetzt haben wir hier Placement Testzeit X und da kommt jetzt der Wert ins Spiel, den wir am Anfang oder den wir in der letzten Folge, also im Livestream, hatte ich das ja gebaut. Und ich öffne das jetzt nochmal. Und zwar haben wir hier unser Level festgelegt. Ihr erinnert euch vielleicht daran an die Level Area. Und dort haben wir einen X-Wert, nämlich hier Translate X 80. Diesen Wert tragen wir jetzt hier ein. 80 und bei Z gucken wir bei High, da haben wir den Z-Wert, der ist 120, kann man auch einfach hier kopieren, gehen dann wieder auf Notepad++ hier zurück, fügen den hier ein und sagen einfügen. Jetzt seht ihr, die andere Size ist etwas größer und zwar ist das nämlich die Größe, die wir hier im Giants Editor hier festgelegt haben unter Clear. Und dort haben wir genauso wie auch in dem bei Level einen Z-Wert und der ist hier bei 80,5. Ich glaube, da geht gar nicht, also machen wir hier daraus 81. Und hier müssten das dann 121 sein. Ich ändere das jetzt mal, zack. Aber wir gucken auch nochmal hier im Giants Editor, da kann man sich den Wert entnehmen. Siehst du, es ist 120,5. Ich habe jetzt 121 gemacht. So wird dann halb das Gelände darum geräumt. Das braucht man nachher, um das, wenn man im Spiel nachher das Objekt platziert, dann braucht man einen gewissen Platz und damit das auch alles passt und ja, dafür ist diese Größenangabe. Wenn ich ja klar zu klein mache, ja, dann kann ich das na klar nicht unbedingt so platzieren. Es ist manchmal hilfreich, das kleiner zu machen oder ne, wenn man ein Objekt hat auf der Karte, zum Beispiel wie halt die Molkerei. So, man möchte jetzt ein Zusatzgebäude da dran bauen und die möchte man dann halt mit Global Company machen.
Da macht es dann halt Sinn, dass man diese Fläche kleiner einstellt, um dann halt dort das auch ohne Probleme platzieren zu können. Sonst würde es ja zu Kollisionen kommen und dann könnte man den Mod ja nicht platzieren. Aber im Normalfall, so wie es jetzt hier ist, ist das ja eine in sich geschlossene Produktion mit dem Zaun drumherum. Also da, ne, wollen wir, dass im Endeffekt nichts anderes mehr da drinne steht, sondern wir wollen das hier so ja haben. Ich mache das mal wieder zu, weil wir werden das noch das ein oder andere Mal brauchen heute. Dann haben wir jetzt hier, das sind also die Standardeinstellungen für Placeables, die muss man hier oben einstellen. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Skript der Produktionsfactory. Und das geht also bis hier unten hin. Bis hier unten also, ne? Seht ihr? Stimmt gar nicht, was ich jetzt erzähle. Es geht nur bis hier hin. So. Das geht nur bis hier hin. Dieser Bereich ist das, der also dann im Endeffekt die Informationen, die wichtigen Informationen für ja, Global Company sind, die es braucht. Die anderen Informationen, die jetzt noch hier unten stehen, wie Trigger Marker, Clear Area, Level Area, das sind die. Und auch hier unten die Tipp-Kollision, Update Area. Das sind alles Standard-Einstellungen, die man halb ja, für ein Placeable Mod braucht. So, der Trigger Marker, hier steht eine Node. Und diese Node müssen wir uns jetzt hier nochmal aus dem Giants Editor hier rausholen. Und hier habe ich sie, Warning Stripes. Und hier oben haben wir einen Index, nämlich die 8. Wie werden die Indexe gezählt? Auch das ist ja, wichtig, dass man das weiß. Ein Index fängt immer mit 0 an, wie ihr seht. 0. Und die Plane ist hier vorne eine 1. Und genauso werden sie aber auch in einem Ordner gezählt. Hier haben wir die 0, also 0 ja, größer. 0. Und hier haben wir unsere erste Node, die 0. Hier haben wir die 1, da haben wir die 2, hier haben wir die 3, hier haben wir die 4, da sind unsere Building-Objekte drin, hier haben wir unser Level, das ist die Node 5, hier haben wir die Node 6, 7 und das ist die 8. Also im Endeffekt einfach von oben immer mit 0 anfangen, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und die Kamera ist die 9. Wir nehmen jetzt die Warning Stripes, das ist also die 8. Dann ändern wir das hier unten von 5 auf 8. Ich habe es immer ganz gerne, dass das Leveling oben ist. Einmal markieren. Wie mache ich das? Shift-Taste gedrückt halten, die Pfeiltasten nach unten. Dann die Control-Taste zusätzlich drücken und dann kann ich also hier das ganz einfach nach oben schieben. Kann ich ja klar auch anders machen. So, jetzt haben wir hier unsere Level Area und da müssen wir mal gucken. Hier haben wir unsere Level Area und das ist die 5. Hier haben wir den ersten Start. Das ist also 5.0. Wenn wir jetzt hier reingehen, mach das mal ein bisschen kleiner hier. Ich versuche es zumindest mal was kleiner zu machen. So, da seht ihr, hier steht Start Node bei Leveling. Also, das ist die Start Node. Also 5.0. Einfach markieren, kopieren. Hier das wieder aufmachen. Und dann kann man das hier eintragen. STRG und V. So, ich gehe jetzt hier hin und ändere das auf 5. Wo finde ich aber die Node, damit ihr das auch wisst? Die ist hier. Hier steht ja With Node. Also hier steht sie, With. Und das ist die 5.
0-0. Also eine Unternode wird immer, die fängt auch immer bei 0 an, wird aber dann in, das sind die Hauptnodes, also hier vorne das erste, das ist eine Hauptnode, die zählt also auch von 0 bis 1, ne, da haben wir die 1. Und die Unternodes fangen hier logischerweise auch bei 0 an, aber umso tiefer sie gehen, werden sie dann mit einem Strich, den findet man übrigens auf der Tastatur, wenn man die Alt-Groß-Taste drückt und dann ja die Kleiner-Größer-Taste, da ist noch eine dritte Belegung drauf, nämlich dieser Strich. Zeig das mal, mach das mal eben hier runter. So, zack. So, wenn ich jetzt hier die Alt-Groß-Taste und seht ihr, dann macht er mir hier diesen Strich dahin. Taste ist übrigens auch neben der Shift-Taste. So, hier haben wir jetzt die 501 und hier legen wir jetzt den Grund fest, also die Bodentextur, und wir sagen hier, das ist Asphalt. Wir könnten da klar auch etwas anderes nehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich da eine Übersicht habe. Also ich weiß, Gravel ist eine Option, die wir nehmen könnten. Könnte noch, aber da weiß ich schon mal nicht, wie es heißt. Moment. Kann man mal eben schnell nachschauen. LS19. Bodentexturen. Mal gerade hier gucken. Nein, hier sind nur Namen. Das ist nicht das, was ich suchte. Giant Software. Zack. Ja. Lalalala, Bodentexturen. Ja, ich finde jetzt im Moment keine Namensbezeichnung dafür, das ist schade. Weil ich das bis jetzt nicht gebraucht habe. Die Bodentexturen kann man sich auch aus der Map ziehen, da sind die auch meistens festgelegt. Kann ich euch auch nochmal eben zeigen, wo man die findet. Dazu öffne ich mal eben ein neues Fenster. Wenn wir jetzt hier auf das Spiel nochmal gehen, da findet ihr ja die Original. So, Data Maps. Und dort haben wir die, öffne mal eben die Felsbrunnen nochmal wieder. So, und wenn ihr jetzt hier auf Window und dann auf Terrain Editing geht, dann findet ihr hier die Textur Layer. So, und hier ist ja zum Beispiel Asphalt, Gravel. Wir könnten auch Konkrete nehmen. Also der Name muss dann genau so dort stehen. Oder halb Plate oder Plate damaged. Also ne, beschädigt. Und ich würde jetzt mal sagen, wir nehmen mal Plate damaged. Das wäre doch eine Sache. So, hier wird geschrieben damaged. Aha. Gut. Packen wir das mal eben in ein anderes Fenster. Aber wenn ich es zumache, ist es sowieso weg. Ja, ist egal. So.
Jetzt gehen wir wieder hier in unseren. So, wenn ich jetzt hier. So, Mensch, wird das geschrieben. Und wenn wir dann später ins Spiel gehen, dann werden wir dort dann genau diese Textur vorfinden. Wo habe ich sie jetzt? Ja, genau. Werden wir dann genau diese Textur nachher vorfinden. So, das mal dazu. Jetzt müssen wir hier noch unsere Clear Area ändern und da das das nächste war, kann ich euch aber auch zeigen. Ich mache mein Level hier wieder zu. Da haben wir Clear Area. Hier ist die Startnote, das ist die 6.0. Ja, wieder zurück hier. So. Also muss ich das hier wieder ändern. 6.0. Muss ich das von 3 nur auf 6 hier unten ändern. So, und hier unten muss ich wieder meine 80, die auch schon oben, und 120 eintragen. Und dann ist, wenn ich hier unten schon mal mit diesen Änderungen für das Placeable schon einmal fertig. Jetzt wollen wir uns aber mal um das Global Company Script hier kümmern und wie man im Endeffekt ja jetzt die Produktion hier auch mit Leben erweckt. Erstes Mal haben wir hier oben unsere Produktionsfactory und zwar unseren Index Name und die soll da gleich nicht Fermenter heißen, sondern Textilfabrik. So. Im Safe Game legen wir auch hier den Namen fest. Textil Factory. Da bitte darauf achten, dass ihr diesen Namen hier zusammenschreibt. Und ich sag mal, ne, eine einheitliche Art ist immer, wenn man zwei Namen hat, den zweiten Namen dann als Großbuchstaben zu verwenden, damit man das auseinanderhalten kann. So, hier brauchen wir nichts mehr zu ändern in der nächsten Zeile. Das reicht hier schon. Dann kommen wir hier Operations Update Delay Minutes. Und da kann ich euch aber die Seite mal zeigen, wenn ihr also weitere Informationen dazu haben wollt. Da gibt es von Global Company eine Dokumentation, Dokumentation Global Company. Und hier findet ihr also nochmal aufgeführt, was wozu benötigt wird, Funktionen, Produktionsfactory. Hier ist also nochmal detailliert aufgeschlüsselt, was ich wofür brauche, was wohin geändert werden muss. Und hier nehmen die also auch das Beispiel von dem Fermenting Silo. Daher nehme ich das auch immer wieder gerne, um dann im Endeffekt hier auch die entsprechenden Dinge einzutragen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Hier haben wir es. Update Delay Minutes. Angabe, wie oft sich die Produktion aktualisieren soll. Kleinerer Wert benötigt mehr Performance. Also, umso kleiner der Wert ist, umso mehr Performance wird verbraucht. Und ich habe da mittlerweile für mich so den Wert 30 Minuten. Das sind also 30, ja, also 10 Minuten. Klar, sagt ihr schon allein das Wort Delay Minutes. Und ich sage hier 30. Das heißt, es wird alle halbe Stunde das Display aktualisiert. Und von daher ist dann alles gut. Damit haben wir die Einstellung für die Displays, wann die sich aktualisieren, schon mal eingestellt. Und jetzt gibt es mehrere Kategorien, die kann man wie folgt einteilen. Erstens mal müssen wir die ja, Ausgabetrigger registrieren. Dann müssen wir die Abladetrigger registrieren.
Dann müssen wir die Input-Produkte, also die Produkte, die wir hier oben angegeben haben, die müssen wir hier registrieren und dann halt eingeben, wie die gefüllt werden sollen. Dann haben wir hier die Produktion, was also nachher ausgegeben werden soll, also welche Produkte aus der Fabrik wieder rauskommen sollen. Diese werden hier in diesem Bereich festgelegt. Und hier unten zum Schluss haben wir dann noch Produktionslinien. Wir können die separat produzieren lassen oder alle zusammen. Das legen wir hier fest. Und hier unten, das ist auch ein ganz wichtiger Teil, ist das i3D-Mapping. Hier werden also die Sachen wie die Display-Anzeige, wie ja, die ganzen Paletten, die wir hier festgelegt haben, diese Paletten hier, die müssen alle einzeln eingetragen werden, um dass man die also auch nachher dann verwenden kann und dass sie auch dann nur angezeigt werden, dann, wenn sie gebraucht werden. Das legt man also alles hier fest, auch die Gebäude. All das müssen wir nachher, also die Gebäude jetzt nicht, aber ne, alles, was hier sich ändern soll, das müssen wir hier eintragen. Gut, das haben wir damit dann schon mal, oder somit habe ich das schon mal erklärt. Und mal gucken, wir sind jetzt bei 46 Minuten. Wollte das Video jetzt nicht allzu lang machen. Und ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem Register Loading Triggers, also mit der Ausgabe. Und da wir hier, ja, ich sag jetzt mal, keine klassische Ausgabe haben, brauchen wir dieses hier nicht, weil wir wollen unsere Objekte als Paletten ausgeben. Und dieses wäre hier oben nur dafür da, wenn ich also, ich sage jetzt mal, Flüssigkeiten ausgebe, dann brauche ich einen speziellen Trigger dafür. Oder wenn ich dann halt auch andere Sachen ausgebe, ja, wie halt, ich sage jetzt mal, ein Abfallprodukt, was dabei entstehen würde, was ich dann, ne? Ja, was ich als extra Fülltypen dann nochmal festlegen würde. Aber das möchte ich nicht, daher brauche ich dieses nicht. Daher kann ich das also hier löschen. Guck aber jetzt nochmal eben kurz in meinem eigenen Mod nach. Nicht, dass ich euch jetzt hier was Falsches erzähle. So, das war die Textilfabrik. Das war das. Gehen wir nochmal hier auf Dokumente, My Games. Denn ich habe hier auch die Palettenfabrik. Ihr seht, ne, hier ist der Name Palettenfabrik und da ist auch der passende XML-Datei dazu. So, und ihr seht, hier habe ich also auch keinen, ja, Input-Trigger registriert, sondern nur einen, ja, Output-Trigger. Also ein Unloading-Trigger, sonst ist hier auch nichts wahr, so richtig, was ich gesagt habe. Das können wir also löschen. Dann haben wir jetzt hier einen, ja, Unloading-Trigger, so steht es jetzt hier, 1, Exit-Fill-Note. Da tragen wir jetzt mal hier hinten 1 ein, denn wir haben ja 2. Und dann gehen wir einfach hin und duplizieren hier diese Zeile, ändern hier hinten das auf 2 um und das auch auf 2. Wir können da klar auch hingehen und das hier etwas genauer bezeichnen, damit wir wissen, was es überhaupt für ein Trigger ist. Statt 2 machen wir dann hier draus Water und hier draus machen wir dann Pellets. Weil ne, das ist ja unsere Palettenabgabe. Das soll, ne, 1 ist, können wir auch hier nochmal nachschauen. Haben wir hier in deklariert. Unloading Station, Unloading Triggers. Und hier haben wir einmal die Exit Fill Load.
Und hier haben wir unseren Water Trigger. So, das könnten wir auch genau so jetzt hier übernehmen. Machen wir hier kopieren. Damit wir auch näher wissen, was was ist. So, gehen wir hier rein. Nennen das Ganze jetzt hier so, wie es auch im Spiel heißt. Das war die Exit Fill Node. Hier haben wir einen speziellen Namen jetzt vergeben, damit wir das schon mal wissen. So, damit haben wir diese zwei Trigger jetzt schon mal hier drin. Ne? Denn wir haben ja zwei Trigger, habt ihr ja gerade gesehen. Einmal da, wo die Paletten hier abgeladen werden sollen, die dann hier hin sollen. Und ja, das Wasser, was dann halb hier in die Wasserfässer soll. Gut, haben wir das auch schon mal festgelegt. Als nächstes wollen wir jetzt die Fülltypen, die wir ja hier oben festgelegt haben, einmal cutten. Bei cutten, ja. Also ne, man kann ja klar cutten mit hier reinnehmen. Ich nehme aber jetzt mal cutten wieder hier raus, weil ich weiß, dass es bei mir auf der Karte zum Beispiel mal nicht funktionieren würde mit cutten. Da wird eine Fehlermeldung rauskommen, daher nehme ich das wieder raus. Dann haben wir also erstes mal hier unser erstes Produkt, was wir hier registrieren wollen. Das ist die Wolle. Und ich schreibe dieses immer groß. IP Wool. So, dann die Kapazität, die legen wir gleich fest. So, Input 1. Und jetzt müssen wir hier den Fülltyp noch benennen. Das ist nämlich die Wool. Hier wird es allerdings klein geschrieben, soll dort kein zweiter Fülltyp hier mit in diesen Trigger rein. Dann wählen wir hier, also das ist der Fülltyp, so wie er also auch hier oben steht, wie er auch im Spiel deklariert ist. Dann haben wir hier unseren, ja, wir können ja auch Produkte kaufen, das legen wir hier fest, dann sagen wir hier auch Wool. Und bei mir sind die Preise immer 2,5 mal so teuer, wenn ich keinen Rohstoff habe, wenn ich die also kaufen muss. Ändere das hier hinten auch auf Wool um. So, und jetzt habe ich hier Input Methods, also die Eingabemethode, wo kommt also das Produkt her? Über welchen Unloading Trigger. So, und das ist ja hier unser Unloading Trigger Pellets. Dann wählen, gebe ich den hier einmal ein. Unloading Trigger Pellets, da ist er schon. So, und somit habe ich jetzt hier festgelegt, worüber dann hier dieser Eingabebereich seine Ware bezieht. Jetzt gehe ich mal hin und lösche das, weil wir brauchen das woanders für. Da muss ich jetzt nochmal hier reingehen. Denn jetzt wollen wir diese Paletten, die wir eben ja, oder die wir im letzten Tutorial da reingelegt haben, wollen wir dort ja auch jetzt sichtbar machen. Und das macht man halt über diese Visilibi-Node-Des. So, und die muss man halt festlegen, die Node-Group. Das muss auf True stehen und ne, der Type auf Visibility. So, und jetzt steht hier Bretterpalette, das wollen wir da klar nicht. Muss jetzt gerade mal warten, bis hier das Blutdruckmessgerät wieder fertig ist und ich sehe, man sieht mich wieder nur noch mit abgeschnittenem Kopf. So. Jetzt sieht man mich wieder ganz. Das kann man jetzt ganz einfach ändern, indem wir hier das Bretter mal hier markieren. Machen wir hier Bretter P. Sagen wir String H. Und ändern das in Wool P um. So, und sagen hier alle ersetzen. Dann hat er die hier ersetzt. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Paletten wir dann da drinnen haben. Das können wir ja ganz einfach zählen. Das ist ja ganz einfach. Und zwar gehen wir jetzt hier auf die
Rohstoff 1, das ist unsere Wolle. So, und hier haben wir drei Ordner, die sind ja identisch, die haben wir ja nur dupliziert. Und wir sehen also hier beginnt es mit 0. Immer hinten die letzte Zahl ist ja die erste, das ist also 0. Und wenn wir jetzt hier aufs Ende gehen, dann sehen wir hier, wie viel wir hier drin haben. Also 35, die 0 müssen wir mitzählen, also 36. 36 mal 3 sind 108, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Das heißt, wir müssen hier jetzt mal ein wenig einfügen. So, wir haben also hier 36. Und wir brauchen 108. 108 Nodes, das ist na klar jetzt eine Nummer hier. Hätte ich auch ein bisschen einfacher machen können mir. Jetzt gehe ich hier hin und dupliziere mir das. Sag hier 39 und dann 40. Dann dupliziere ich es weiter. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. So, dann ändere ich das eben schnell. Muss ich nämlich dann nur nach hinten die Nummer ändern und hier wieder die. So, und dann geht das weiter. Ne? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. So, gehe eben hin, ändere das hier. Also ihr seht, das geht dann relativ fix. So, und jetzt geht's weiter. Ja, sollte das vielleicht dann auch ändern. Ja, jetzt will ich nicht falsch das hier kommen. Ihr seht, ist also viel kopieren. Also oder duplizieren. Na, man, ich könnte das Ganze na klar auch jetzt hier, ich sag jetzt mal, ne, markieren, kopieren und einfügen. Ne. So, würde genauso gehen. Aber mit dem Duplizieren finde ich hier mit Notepad++ geht das einfach wesentlich schneller und auch wesentlich einfacher. Weil ne, da muss ich nicht wieder die Zeile erst suchen, wo ich war. Jetzt habe ich einmal zu wenig, sehe ich. Das eingefügt. So. So, ihr seht jetzt, wenn ich jetzt STRG und D drücke, ja, dann bleibt der Cursor an der Stelle stehen. Also von daher ist das wesentlich einfacher. Dann brauche ich nämlich noch einmal mit dem Pfeil nach unten zu gehen. Und dann bin ich nämlich schon da, wo ich hin will. So, jetzt haben wir schon 100. Und jetzt habe ich schon meine 108 gleich da drinne. So, jetzt habe ich hier 108. Das Ganze mal 10.000, das heißt, hier kommen nochmal 5 Nullen dran. Weil ne, eine Palette hat ja bei mir ein Volumen von 10.000. Jetzt hat aber allerdings eine Wollpalette nur ein Volumen von 1.000. Daher nehmen wir mal hier nur die 1.000. Dann haben wir also hier blub, 3 Nullen hinten dran. Eine Menge von. Also eine Kapazität von 108.000. So, die tragen wir jetzt hier ein. Und damit haben wir jetzt schon mal das erste hier registriert. Das nächste, was wir jetzt noch tun müssen, das ist noch nicht alles, was wir hier brauchen, sondern wir brauchen diese, na klar, auch im i3D-Mapping.
Ich gehe jetzt mal hier unten hin und ich kopiere mir das jetzt, damit es ein bisschen schneller geht, damit er jetzt hier nicht. Hier haben wir unsere Bretterpaletten, die habe ich hier schon festgelegt. Jetzt sagen wir hier kopieren. So, und dann muss ich jetzt einmal hier rüber gehen und sage STRG und V. So, dann markieren wir erstmal wieder das hier. Machen jetzt String H, haben wir ja schon drinne. So, alle ersetzen, zack. So, und jetzt haben wir hier die Note, brauchen wir jetzt. Und diese finden wir wieder hier im Giants Editor. Und da ist es jetzt so, hier müsst ihr halt, ja, die erste Note hier kopieren wir uns jetzt mal. Sagen hier kopieren. Dann fügen wir sie hier ein. Und jetzt seht ihr, das stimmt aber nicht so ganz, ne? Das heißt, hier fehlt noch eine 0. Denn es zählt ja immer, ne? 0, 1, 2. Und daher fehlt uns also hier zwischen jetzt ein, ja, mir eine Zahl, und das mache ich mir jetzt einfacher. Ich werde also jetzt hier hingehen und das mal eben ändern. Achso, und den Strich nach wieder dahin machen. So, jetzt sage ich hier ersetzen und jetzt stimmt das gleich. Wenn ich jetzt unten, ich ändere jetzt mal unten das nicht, nur damit ihr seht, wie das funktioniert. Ich gehe jetzt hier unten auf die letzte. So, dann kopiere ich das jetzt mal hier. Das ist ja die letzte. Kopieren. Gehe jetzt mal hier unten rein und dem einen oder anderen wird es jetzt schon aufgefallen sein, was ich jetzt gerade hier getan habe, ist falsch. Aber ich mache es trotzdem mal, weil, ne, so viele Notes haben wir dort nicht. Aber ihr seht, es passt. Also das heißt, hier unten ist unsere letzte. Das heißt, wir müssen also hier diese dann rausnehmen. So. Jetzt haben wir also unsere ersten 36 haben wir hier drinne. Dann gehen wir jetzt hin und duplizieren das. Denn wir haben ja hier wieder, ne, von 1 bis 36. Problem ist aber jetzt, hier oben heißen die nicht 1 bis 36, weil die müssen einen eindeutigen Namen haben, sondern die heißen hier 37, 38, 39, 40. Richtig? Das heißt, wir müssen die jetzt hier, ne, eine fortlaufende Nummer geben. Und daher gehe ich jetzt mal hin und ändere das mal eben hier. Und zeige euch, wie ihr das relativ einfach und simpel machen könnt. So, es geht hier weiter mit der 37, wie ihr seht. Dann suchen wir uns die Note hier raus aus dem zweiten Stapel hier. Das ist die Anfangsnote hier. Sagen hier jetzt kopieren. Fügen die hier hinten ein. STRG und V. Damit haben wir hier schon mal unsere aktuelle Note. Jetzt gehen wir hier hin. Duplizieren das Ganze 10 Mal. Warum 10 Mal? Ganz einfach, zeige ich euch jetzt gleich. 39, so, jetzt müssen wir hier zwei Zahlen ändern. Das ist dann halb so. Im Endeffekt, ne, könntet ihr auch jetzt hier, ne, 4, so, dann könnt ihr hier auswählen, zack. 4, so, dann nehmen wir die 44. Ihr seht, ne, ja. Gibt euch die Notes, die ihr oben schon einmal geschrieben habt, die gibt ihr euch hier wieder.
Also von daher brauche ich nur auswählen oder ich tippe es eben ein. Also ja. Im Endeffekt ist das vollkommen Latte. So. Und jetzt zählt ja die Indexe immer hinten. Die letzte Zahl zählt ja hoch. Wir sind ja immer noch in einem Ordner. Das heißt, der fängt wieder 0, 1, 2, 3, 4. So, jetzt ändern wir das hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und hier ist die 10. Daher habe ich es eben 10 mal kopiert. So, jetzt kopiere ich es weitere 10 mal, um dann hier auch die nächsten wieder einzufügen. So, dann gehe ich hier wieder hin, ändere das hier. Hier vorne erstmal. So, 57, jawohl, haben wir noch hier. So, und hier ändere ich das auch wieder. So, dann habe ich die nächsten. So, wieder 10. So, dann ändere ich das erstmal hier hinten. Jetzt brauche ich noch 5. So. Denn auch dort ist ja die Note hinten die 0. Da haben wir sie. Und die letzte ist auch hier wieder 35, weil wir ja genau die identische Palettenzahl dort haben. 35. So. Gleich brauchen wir noch die Note hier. Und dann. Ups, jetzt bin ich schon im falschen hier gelandet. So, jetzt muss man noch eben kurz die hier ändern. Da haben wir jetzt 58, da haben wir 58, 59, 60. Also hier müsst ihr halt die fortlaufende Nummer dann nehmen, die ihr oben eingetragen habt. Und die muss fortlaufend sein, weil ansonsten, ne, würden nachher, wenn ihr jetzt immer die gleiche Nummer hättet, dann würde das nicht funktionieren, weil, ne, dann würde er automatisch, wenn ihr jetzt, ich sag mal alle, wenn ihr jetzt das hier, ne, nochmal dupliziert und nur hier hinten die Nummer ändert, was sich hier geändert hat, dann würdet ihr jedes Mal, wenn dann eine Palette aufgerufen wird, nämlich diese hier, dann würde er bei dem auch diese gleichzeitig und hier unten bei dem dritten jetzt gleich auch die aufrufen. Das heißt, dann würde also die Palette nicht einzeln nacheinander aufgerufen, sondern die würden dann gemeinsam aufgerufen. Und das ist ja nicht das, was wir wollen. So, 70, 71, sind wir jetzt hier richtig? 72, ah ja, stimmt, 36 mal 2 sind 72, genau. So. So, und jetzt gehe ich einfach hin und dupliziere das Ganze noch einmal. Macht dann hier aber eine Leerpalette zwischen, also ein Leer, damit ich halt weiß. So, jetzt brauche ich hier im Endeffekt hier hinten, ändere ich jetzt nur noch die Zahl hier um, gehe mal eben hier runter. Warum mache ich mir das eigentlich so umständlich? Fällt mir gerade mal ein. So. Gehe jetzt hier hin, markiere mir das,
sage einmal kopieren, sage String H, String V, ändere dann hier hinten den Wert auf 2 um. So, und jetzt lasse ich das ersetzen. Dann brauche ich nicht die ganze Zeit hier zu tippen, geht doch wesentlich einfacher. Nur aufpassen, ne? Hier nicht jetzt auf alle ersetzen, weil ne, dann ändert die dort, na klar, logischerweise auch. So, und jetzt brauche ich nur noch hier die 73 und dann geht es hier weiter. Ich habe mir gleich ein bisschen viel Paletten hier eingebaut. Aber dann seht ihr mal, was es auch für eine Arbeit ist, so einen Mod zu erstellen. Also da gehört schon echt ja, ein bisschen Zeit für, wenn man es ordentlich machen möchte. Wenn jetzt alles ich hier richtig eingegeben habe, die Reihenfolge, dann müsste das jetzt eigentlich gleich hier genau aufgehen. So, 108. Jetzt habe ich also hier unten schon mal im i3D-Mapping alle fertig, sind jetzt schon alle geladen und hier habe ich schon mal alle festgelegt und ich würde auch sagen, das soll es heute in diesem Teil erstmal gewesen sein, also das war jetzt ja mal Input genug. Im nächsten Teil, den werde ich jetzt gleich schon mal ein bisschen weitermachen, werde ich dieses für die anderen dann auch schon mal ändern, kopieren. Werde euch dann zeigen, wie es dann fertig, also ne, die Input-Produkt, weil ne, ihr wisst jetzt, wie es geht, brauche ich jetzt nicht noch jedes Mal einzeln zu zeigen. Das würde jetzt auch ein bisschen den Rahmen, glaube ich, sprengen. Habt ihr jetzt gesehen, wie man diese Visibility Nodes, also im Endeffekt die Objekte sichtbar macht, wie das geht. Und ja. Das muss ich na klar jetzt für jedes Produkt, was wir hier festgelegt haben. Also, ne, zoom jetzt hier nochmal ran. Hier haben wir ja unsere Wollpaletten. Ach, hier haben wir unsere Kartonpalette. Und dann kommt erst die Papierpalette. Ah, okay. Gut. Und hier haben wir dann unsere Leerpaletten. Die habe ich nur zweilagig gemacht. Ah, gut. Aber dafür sind es mehr. Gut, aber ne, ihr habt jetzt, wisst jetzt wie halb, ach eins haben wir noch, eins habe ich noch vergessen. Das gehört na klar auch noch dazu. Das will ich jetzt euch nicht unterschlagen. Wir haben ja noch hier im Rohstoff 1. Jetzt mal gerade hier hoch. So. Hier haben wir noch unser Display. Und das müssen wir auch noch festlegen. So, dazu mache ich mal einen Doppelklick hier bei Attributes auf den Name, sage hier kopieren, dann gehe ich wieder in unseren Skript hinein und hier unten haben wir jetzt, Moment, ich bin jetzt gerade etwas, so, hier haben wir ja gerade hier unser Input-Produkt Wolle, das ist ja dieser Bereich hier, ich markiere den jetzt gerade mal, ist natürlich ein bisschen größer, hier haben wir
dann das dazugehörige Display, nämlich dort ist der Name des Displays. Den ändere ich jetzt mal darauf, wie er ist. Die Einstellungen bleiben, wie sie sind. Und diesen muss ich na klar auch hier unten festlegen. In Display, das ändere ich hier unten auch im i3D-Mapping-Bereich. Jetzt gehe ich einmal hier hin und tue das nach unten. Und gehe einmal davor und mache hier eine Leerzeile rein. Denn die Displays hätte ich nachher gerne separat, so dass ich sie ja schneller finden und ändern kann, wenn ich sie dann herbrauche. Denn wir haben ja nicht nur ein Display, sondern wir haben ja 4 Displays und aus den 4 Displays werden ja 8 Displays. Also damit ich das besser einfügen kann. Logischerweise müssen wir auch hier die Note wieder auslesen. Das machen wir jetzt hier noch eben schnell zum Schluss. Da haben wir unsere Note. Das ist die 01. Wir kopieren sie, aber ich glaube, das ist auch die richtige. Genau, hier haben wir unsere 01. Ist also richtig, brauche ich schon gar nicht mehr zu ändern. Sage ich jetzt hier noch speichern. Ich sichere mir jetzt mal die anderen, indem ich einfach STRG und S. Dann habe ich das schon mal gespeichert. Könnte ich diesen Mod jetzt schon aufrufen, testen, ob das dann funktioniert? Rein theoretisch müsste es gehen. Nein, tut's nicht. Denn damit das funktioniert, müsste ich noch die Moddesk ändern. Die haben wir hier. Denn dort steht ja noch nicht drinne, ja, wo ich die ganzen Files finde. Das muss hier noch geändert werden. Ja, das ist das. Dann muss ich hier die Store-Datei muss ich noch ändern. Der Name muss hier oben noch geändert werden. Die Autoren, ne, ich lasse die immer da oben drin stehen und dann füge ich mich noch hinten bei, weil im Endeffekt den Skript habe ich ja dann geändert. Ja, aber das machen wir in einem anderen Tutorial. Bis dahin wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit diesem Video. Sage danke fürs Einschalten, fürs ja Däumchen geben, fürs Kommentieren. Wenn ihr Fragen habt, ne, ab da unten in die Kommentarzeile. Schreibt da ruhig die Fragen rein, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt oder unklar ist. Kein Problem, schreibt es einfach unten rein. Ich versuche euch nach bestem Wissen und Wissen zu antworten, vielleicht auch schon im nächsten Video, naja, vielleicht oder im Livestream. Habt ihr auch die Chance dazu, mir Fragen zu stellen und ich gelobe Besserung, ja, nicht in diesen ja, Edit-Modus abzudriften, weil wenn ich da einmal drinne bin, dann ne, bin ich konzentriert darauf und dann muss er bei mir zack, 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 zack gehen. Ich vergesse immer so ein bisschen, ne, wenn ich hier so einen Modding-Workshop mache, dass ich dabei auch noch rede, vor allen Dingen im Livestream, dass ich da auch noch links und rechts gucke, ne, was da vielleicht im Chat irgendwo geschrieben ist. Also von daher, ja, ich gelobe Besserung. Ja, weiter geht's also dann am Sonntag. Ja, es ist Pfingstsonntag, da habe ich ja ein bisschen Zeit, daher ja, sehen wir uns dann wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß und ja, bleibt gesund. Bis dahin, ciao.